Zu Beginn der AfD-Pressekonferenz nach der Bundestagswahl posierte das AfD-Spitzenteam noch gemeinsam für die Fotografen. Eigentlich wollten die Spitzenkandidaten und Vorsitzenden der Partei das Wahlergebnis kommentieren. Die AfD hatte bei der Bundestagswahl 12,6% bekommen und war als drittstärkste Kraft in den Bundestag eingezogen. Doch dann ergriff Frauke Petri das Wort. Sie kritisierte erneut, dass die AfD zuletzt vor allem mit abseitigen Positionen Schlagzeilen gemacht habe und sorgte dann für einen politischen Paukenschlag. Lassen Sie mich auch ein letztes Wort sagen, weil ich glaube, dass wir an diesem Tag auch offen sein sollten damit, dass es inhaltlichen Dissens in der AfD gibt. Ich finde, wir sollten diesen nicht totschweigen, weil das genau das ist, was wir von der Gesellschaft auffordern, dass eine offene Kontroverse geführt wird. Die AfD von 2013 hat den klaren Anspruch vertreten, und so war es auch bis 2015, am Ende schnell regierungsfähig zu werden. Das ist weiterhin mein Anspruch. Eine anarchische Partei, wie es in den vergangenen Wochen das eine oder andere Mal zu hören war, die AfD sei, die kann in der Opposition erfolgreich sein, aber sie kann eben dem Wähler kein glaubwürdiges Angebot für eine Regierungsübernahme machen. Und das ist der Grund, meine Damen und Herren, unter anderem meinem Anspruch verbunden, dass ich aktiv gestalten möchte und eben Realpolitik im guten Sinne einer konservativen Politik machen werde. Für mich nach langer Überlegung zu entscheiden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde. Petri verließ anschließend die Pressekonferenz, ohne weitere Fragen zu beantworten. Also, pardon. Das halte ich, Frau Petri, das finde ich kein faires Verhalten, hier auch gegenüber den Kollegen. Ja, tut mir leid, aber Sie nutzen das Forum der Bundespressekonferenz. Die AfD-Führung wurde offenbar von dem Schritt Petris überrascht, wie Petris Co-Vorsitzender Jörg Meuthen einräumte. Zunächst einmal darf ich mich im Namen meiner Partei bei Ihnen entschuldigen. Sie haben völlig recht, das ist so nicht vorgesehen. Das ist auch mit uns nicht abgesprochen gewesen. Ich bitte Sie, die Entschuldigung anzunehmen. Petri wird nun als Einzelabgeordnete ins Parlament einziehen. Sie antwortete nicht auf die Frage, ob sie AfD-Chefin bleiben werde. Sie bat um Verständnis, dass sie sich zunächst nicht weiter erklären werde. Die Öffentlichkeit werde aber in den kommenden Tagen von ihr hören.